und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel und ja, ich habe den Ort wieder gefunden, wo die Quest weitergeht, denn ich musste zwischendurch ja auch meinen Stall noch mal ein bisschen leveln. Aber es ist alles gut gegangen, deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach an, beziehungsweise machen weiter. Eines Tages müsst ihr mir bei einem Getränk erzählen, was dort unten geschehen ist. Im Moment ist die Sicherheit der Königin meine Hauptsorge. Was nun, Schlachtenvogt? Rasumdar untersucht mehrere Stränge des Komplotts des Schleiererbes. Wir glauben, dass er ein Problem in Martisen hat und etwas Hilfe brauchen könnte. Macht euch dorthin auf und geht ihm zur Hand, ja? Ja, ja. So, und das ist jetzt allerdings wieder ein wenig weiter. Und zwar befinden wir uns ja jetzt gerade hier unten und wir müssen da oben hinreisen. Das heißt, ich werde mich jetzt mal dorthin begeben und dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, Rasumdar, was gibt's Neues? Ah, meine Freundin, dieser dachte gerade an euch. Selbstverständlich nichts Persönliches. Mhm. Ras bewertet all seine Anlagen nach dem Risiko. Wie muss ich das denn jetzt verstehen? Der Schlachtenvogt meinte, ihr würdet hier eine Verbindung zum Schleiererbe untersuchen? Ja, ja. Wir sind hier, um Informationen zu sammeln und das eine oder andere Unrecht wieder gut zu machen. Und vielleicht auch, um ein paar Kehlen durchzuschneiden. Wir werden sehen, was der Tag so bringt. Klingt doch lustig. Ihr werdet perfekt dafür sein. Ihr werdet sehen, Ras hat ein Auge für solche Sachen. Was schwebt euch vor? Ihre Majestät hat diese meine Aufgabe übertragen. Spürt den Anführern des Schleiererbes nach. Die Spur des Schleiers führt hierher, nach Matisen. Weithin bekannt für seine stählernen Klingen, ja? Aber anscheinend werden hier auch Waffen für Anarchisten geschmiedet. Was ist meine Rolle dabei? Ihr kontaktiert Agentin Fistale auf der Ostseite der Stadt. Dieser schleicht um ihr Haus herum. Dann treffen wir uns, um ihren Bericht zu besprechen. Zu schade, dass Ras so schön ist, ja? Er würde auffallen. Wenn ihr das sagt, Rasumdar. Das Erbe besteht aus Rassisten, nicht wahr? Schwachköpfe. Aber gefährliche, destabilisierende, rassistische Schwachköpfe. Wir müssen handeln. Könnt ihr mir mehr über das Schleiererbe sagen? Ras könnte es allzu einfach dargestellt haben. Diese Altmer, jene, die den Schleier tragen, sie betrachten sich selbst nicht als Rassisten. Sie betrachten sich selbst nur als Angehörige einer allen anderen weit überlegenen Rasse. Der Rest von uns braucht einfach etwas Hilfe. Was ist Ihr Endziel? Auridon den Altmer. Katzen wie dieser, raus. Zu kurz geratene Elfen, raus. Niemand außer großen Leuten mit heller Haut und spitzen Ohren, soweit das Auge reicht. Langweilig, ja? Ja, definitiv. Ihr vertraut mir, obwohl ich noch neu bei den Augen bin? Ihre Majestät vertraut euch und ihr wart in Vulkilwacht ausgesprochen hilfreich. Warum sollte dieser nicht einem neuen, unverbrauchten Gesicht trauen? Ras würde euch niemals mit scharfem Blick beobachten. Immer auf der Hut vor dem ersten kleinen Anzeichen des drohenden Verrats. Niemals. Na, ob das so ernst gemeint ist, ich weiß es ja nicht. Reiten wir los! Okay, wir reiten auf jeden Fall erstmal hier rein. Irgendwo hier vorne war das... Nee, rechts. Aber nicht durchs Fenster. Guten Tag, hier kommt der Leichenbeschauer. Ach so, ich habe ja wieder Bastian dabei. Ich darf ja nichts glauben. So, aber ich darf mal kurz das Bücherregal lesen. Keine weiteren Verzögerungen. Mach die Ladung fertig und zwar heute. Ich warte nur noch darauf, dass der Befehl ankommt. Aber seht euch vor, meine Männer berichten von Fremden in der Stadt. Haltet die Augen offen. Nein, hier gibt's keine Fremden. Ja. So, Ras, ich komme. Und wie geht es Fistale, meine Freundin? Ras liebt ihr Lachen.
Was hat sie erfahren? Es tut mir leid, Ras. Fistal ist tot. Tot? Dunkler Mond und stumpfe Krallen. Diese Fanatiker sollen verdammt sein. Ich habe diese Notiz bei ihrer Leiche gefunden. Ich verstehe nicht, was sie bedeutet. Lasst Ras mal sehen. Selbst im Tode lacht sie diese noch aus. Schlaues Mädchen. Es ist ein Code, der uns verrät, wen sie im Verdacht hatte. Werdet ihr daraus schlau? In ihr wird eine Ratte mit einer Klinge erwähnt. Kondalin ist der Schmiedemeister hier. Er leitet die Schmiede am anderen Ende der Stadt. Geht und seht nach, was ihr dort finden könnt. Und seid vorsichtig. Trefft euch mit Rasumdar auf der anderen Seite der Schmiede, sobald ihr fertig seid. Okay. Schmiede. Ach so, Schmiede. Die meinen hier oben drin, ne? So, hier muss man sich immer auf den Kampf einstellen, es sei denn, es sind fleißige Leute vor einem da gewesen, die einen den Weg freigemacht haben. Das heißt, dass ich hier mal eben schnell die Gunst der Stunde nutzen werde und hier vorne die Sachen mal so ein bisschen abgrase, weil die natürlich auch wiederkommen. Also nicht die Sachen, sondern die, die getötet sind. So, eine Liste. Die Sachen hier packen wir natürlich auch alle fleißig ein. Und nein, das wird leider nicht das die ganze Zeit so gehen. Ich habe jetzt auf dem Account hier nur noch bis Ende des Monats ESO Plus. Deswegen, wieso sagt er mir, dass ich da raus soll? Ich bin immer hier rausgelaufen. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Aber er ist hier draußen, okay. Ja, und wenn das ausgelaufen ist, dann werde ich definitiv nicht mehr alles einsammeln. Was habt ihr gefunden? Ich habe diese Rüstliste gefunden. Kundalin und der Stiftsvogt haben sich vorhin darum gestritten. Interessant. Ras kennt Mathisens Stiftsvogt. Malani. Dieser hätte sie nie im Verdacht gehabt. Wenn sie den Schleier angelegt hat, macht sie hier wohl die Ansagen. Das erklärt so einiges. Was meint ihr? Jetzt steht eine Wache vor ihrer Tür. Ein komischer Posten für eine Wache, ja? Ihr überprüft das. Dieser hat eine andere Spur zu verfolgen. Ich gehe in das Haus und treffe euch dann, sobald ich etwas habe. Wir sind ganz in der Nähe, meine Freundin. Wir werden bald handeln. Vertraut Rasumdar. Was meintet ihr? Ihr werdet überrascht, dass der Stiftsvogt den Schleier trägt. Ich hätte nur mehr von ihr erwartet. Dieser weiß, dass sie und die Königin einander regelmäßig geschrieben haben. Und jetzt auch nur daran zu denken, dass sie sich mit dem Erbe eingelassen hat. Ach, das beweist nur, dass auch gute Menschen dumme Dinge tun können. Naja, das hat weniger mit Dummheit zu tun, sondern mehr mit Dreistigkeit und anderen Dingen. Guten Tag. Danke, dass ihr der König... Guten Tag. Können wir, ohne etwas zu klauen, hier irgendwas mitnehmen? Natürlich nicht. Dann gehen wir nur zur Kommode. So, wir haben Hinweise gefunden. Oder Unterlagen. Oder was weiß ich. Ras, was hast du da gemacht? Unser Freund hier war zu laut. Musste ein wenig Spaß mit ihm haben. Was konntet ihr im Heim des Stiftsvogts erreichen? Die Uniform eines Offiziers. Anscheinend hattet ihr recht. Es ist also wahr. Malani führt das Erbe hier an. Diese Stadt ist von Grund auf verdorben. Verdammt. Die Königin wird nicht erfreut sein. Was tun wir? Wenn die Wurzeln faulen, kann man nur noch eines tun. Sie mit Stumpf und Stiel ausreißen. Wo fangen wir an? Die Zeit im Schatten zu bleiben ist vorbei. Jetzt retten wir ins Licht. Na schön dann. Ihr vertraut Rasumdar, ja? Er muss euch darum bitten, ihm noch mehr zu vertrauen. Malani, Kondalin, sie sind in der Kaserne der Stadt. Ihr müsst dort hinein und für eine Menge Lärm sorgen. Sie werden euch mit großer Sicherheit gefangen nehmen. Sie werden was? Warum sollte ich mich von ihnen gefangen nehmen lassen?
Kondalin ist zu aufmerksam. Er weiß, dass wir hier sind. Wenn ihr da wie eine aufgeblasene Heldin hineinmarschiert und euch einfach festnehmen lasst, wird ihre Vorsicht danach darunter leiden. Dann findet euch der alte Ras, befreit euch und wir schlagen zu. Also das Gleiche wie sonst auch immer. Schön, für die Königin. Rasumdar vertraut euch. Erweist ihm dieselbe Ehre und er wird euch nicht im Stich lassen. Das ist wirklich euer Plan? Ich soll mich gefangen nehmen lassen? Habt ihr vielleicht etwas Besseres zu tun? Hört zu. Wir sind die Augen der Königin. Wir tun, was getan werden muss. Selbst wenn das bedeuten sollte, einen auf den Deckel zu kriegen. Oder die zu töten, die es nicht verdient haben. Und wenn wir dazu nackt auf einem Guar durch einen argonischen Tempel reiten müssen. Wie bitte? Ras teilt diese Geschichte nur mit erfahrenen Agenten. Vielleicht ein andermal. Okay. Gut, dann... Ich vertraue Ras. Ich würde auch mit ihm nackt auf einen Gua durch den Tempel reiten. Wir sollten Malani von dieser verdammten Katze erzählen, die hier herumschleicht. Wenn Rasumdar in der Nähe ist, lässt der Ärger in der Regel nicht lange auf sich warten. Warum hast du seine Stimme? Kein Zutritt hier. Ich bin eine eingeschworene Agentin der Königin. Eine höchst bedeutende Person. Nein, Heldin. Was ihr nicht sagt. Na schön, Heldin. Dann nur hinein mit euch. Okay. Das werden wir jetzt selbst erledigen müssen. Wir sind hier ein wenig beschäftigt, Reisende. Wenn ihr einfach... Im Namen der Königin nehme ich euch hiermit fest, wegen Verrats. Verrat? Ihr wagt es, mich des Verrats zu bezichtigen? Hier? Seid ihr verrückt? Ich habe Beweise, dass ihr zum Schleiererbe gehört. Ihr seid verhaftet, Malanie. Leistet keine Gegenwehr und... Ihr kleinen Narren, Eiren, diese treulose Kuh. Sie ist diejenige, die man des Verrats bezichtigen sollte. Sie hat ihr eigenes Volk, die Altmer, verraten. Die Schleierkönigin wird schon bald gekrönt werden. Und ihr könnt uns nicht aufhalten. Ich werde euch... Ihr werdet gar nichts. Odendel, Kondalin, jetzt! Kondalin, kümmert euch um unsere Freundin hier. Au! Ach, das ist wieder alles nur zum Klauen. Nächstes Mal packe ich einen Basti weg, ehrlich. Seid ihr jetzt wach, schlafendes Kätzchen? Aua. Ich nehme an, euer Plan ist aufgegangen. Genau wie wir hofften. Für. Hallo? Für eine Anfängerin habt ihr sehr gute Arbeit geleistet. Wollt ihr euch wegen dieser Gefängnissache über mich lustig machen? Was? Dieser würde niemand. Hallo, Teso, was ist mit eurer Quest los? Das war alles so schön vertont. Was? Dieser würde niemals anmerken, dass er euch nun schon das zweite Mal befreit. Aus einem Gefängnis. Binnen nicht einmal eines Monats. Auf jeden Fall würde er es nicht laut aussprechen. Genau. Wie seid ihr überhaupt hier runtergekommen? Was denkt ihr, was Ras getrieben hat, wer... Während ihr die Stadt durchsucht habt. Er hat genau hingesehen, Beobachtungen gemacht und Berechnungen angestellt. Ras hat sehr gute Augen, wisst ihr? Was nun? Rasumdar schließt die Tür auf. Ihr geht und sucht Kondalin. Dieser sucht Malanie. Seid aber vorsichtig. Wo ist Kondalin? In der Nähe von Fistalis Haus. Bastard. Trefft euch mit Ras in der Nähe der Schmiede, sobald ihr fertig seid. Bis dahin wird er wissen, wo Melanie ist. Ja, ich würde sagen, da ich das so nicht stehen lassen kann, dass ich diesen Bug mal kurz melde, dass es hier überhaupt gar keine Vertonung mehr gibt, weil ich habe alle Quests durchgespielt mit meiner Main und ich habe nie Probleme gehabt, dass irgendwo eine Vertonung drin ist. Ich sehe euch gleich wieder.
So, dann könnten wir jetzt rein theoretisch hier alles klauen, aber ich darf ja wieder nicht, weil ich habe ja den Basti dabei. Hier noch irgendwas zu lesen. Das ist immer recht wichtig. Hier hinten gibt es noch kurz was. So, viel mehr machen wir auch nicht. Dann gehen wir direkt raus. Wir müssen hier links rum. Will der den ganzen Baum hier abhacken oder was? Hilfe. Ihr könnt übrigens das Volk und seine wahre Könige nicht aufhalten. Ja. Wer sich wundert, warum ich da so komische Skills unten drin habe, das habe ich nur, weil ich die noch am Leveln bin, die Skills. Sonst hätte ich das schon alles richtig eingestellt. Wie Nein, kann ich halt will nicht mit dir reden. Mann, das ist so nervig, dass der immer dazwischen springt. So. Auftrag erledigt. Ich benötige eine Ruhepause. Dann müssen wir zur Machen Schmiede. Wir uns auf den Weg. Die war. Achso, da war sie. Ist er jetzt oben? Ja. Der Stiftsvogt ist drinnen bei der Schmiede. Sie sitzt in der Falle. Dann ist es also soweit? Ja, kommt, meine Freundin. Für Fistale. Für die Königin. Für die Königin. Erledigen wir sie möglichst schnell, damit wir mit diesem Ort hier fertig sind. Kein Thema. So, wir müssen hier ins Eck. Hier ist natürlich wieder alles aufgeladen, deswegen nehmen wir das noch schnell mit. So. Das finde ich immer toll. Man macht erstmal einen Schritt ins Verlies rein und bäm, liegt man erstmal auf dem Boden. Ja. Da können wir auch direkt noch was mitnehmen. So. Och nein, Basti, Mann. Halt, ich wusste, hier war noch irgendwo was zu lesen. Das nehmen wir natürlich mit. So. Und weiter geht's. Hallöchen. Boah. Jetzt wäre ich schon wieder bei Basti drin gewesen. Das war's. Ich denke mal, dass das einfach nur so blöd gemacht ist, weil er ja als Tank ausgerüstet ist. Ihr seid verhaftet, Stiftsvogt, wegen Verrat an der Königin. Die einzige Königin, der ich diene, ist die Schleierkönigin. Gut so, Verräter. Wir können ein wenig Übung gebrauchen. So, perfekt. Sammeln wir wieder schnell die Sachen auf. Hier sind wir fertig. Ras hält den Gestank der Schmiede nicht mehr raus. Also ich halte den Gestank der Verräter hier nicht aus, aber gut. Jeden das Seine. So, komm mit, Kaninchen. Wir müssen weiter. Toller Ausgang übrigens, man landet direkt im versifften Wasser. Rasumdar will sagen, dass das ziemlich gut gelaufen ist. Dann erinnert er sich an Fistale und ihre Eltern. Sie wäre stolz, Ras. Sie ist nicht umsonst gestorben. Ihr habt recht. Im Namen der Königin möchten wir euch danken. Eines Tages werdet ihr eine große und mächtige Agentin sein. Fast so groß wie Rasumdar, falls das überhaupt möglich ist. Na, also, ich habe den Torso von Zwillingsschwestern erhalten. Ras muss von unserem Erfolg hier berichten. Ihre Majestät wird zufrieden sein. Was ist unser nächster Schritt?
Ich werde nach Himmelswacht zurückkehren und herausfinden, was man dort in Erfahrung bringen kann. Sprecht mit Hauptmann Tendel, wenn ihr dort angekommen seid. Er wird wissen, wo ich zu finden bin. Verstanden. Ja, sehr schön, Ras. Da wir jetzt eine neue Aufgabe haben, würde ich sagen, ist das der perfekte Moment, um hier die Folge erstmal zu beenden. Und wir sprechen dann in der nächsten Folge mit dem, ich habe den Namen gerade wieder vergessen, mit dem wir sprechen sollten und werden dann den Rest der Geschichte weitermachen. Halt, stopp, eine kleine Sache habe ich noch. Es tut mir wirklich leid, aber die wollte ich die ganze Zeit schon hinten dranhängen und ich habe es immer wieder vergessen. Und zwar habe ich, jetzt muss ich mal eben schauen, habe ich in meinem Inventar noch das Wohnprospekt zimmerfrei. Das ist chargebunden und das möchte ich endlich mal loswerden, damit ich wieder einen Platz mehr frei habe. Deswegen klicke ich das jetzt mal eben an. Seid ihr ein Abenteurer von guten Leumund? Wie wäre es mit einem kostenlosen Zimmer in einem Gasthaus? Richtig, komplett kostenlos. Kein Haken. Geht zu Ferrande de Mar und erfahrt mehr über dieses wahnsinnige Angebot. Ich sollte dem Angebot nachgehen. Ja, und damit gehen wir jetzt hier rein. Ich habe das Zimmer schon freigeschaltet, aber ich wollte euch trotzdem die Quest natürlich nicht vorenthalten. Und zwar ist das die gute Dame hier. Ihr habt da etwas an euch. Eine ganz bestimmte Eigenschaft, die man nur selten findet. Und glaubt mir, ich liege bei solchen Dingen nie daneben. Kann ich euch für ein Zimmer im örtlichen Gasthaus interessieren? Obwohl, wartet mal, das kam jetzt falsch rüber. Ein Zimmer im örtlichen Gasthaus? Seht mal, leere Zimmer sind schlecht fürs Geschäft. Der Unterhalt allein kostet mich mehr, als der ganze Laden wert ist. Aber ich glaube, wir können uns da schon irgendwie einig werden. Und damit meine ich nicht die Nummer, bei der wir vorher noch erst nett zusammensitzen und was trinken. Das möchte ich ganz eindeutig festhalten. Was für eine Art Übereinkunft? Ich brauche jemanden, der den Ruf meines Ladens aufpoliert. Die Art von Heldin, zu der die Leute aufschauen. Und ich habe dabei euch ein gutes Gefühl. Ihr habt Großes geleistet und ihr seid wahrscheinlich im Begriff, noch Größeres zu leisten. Sieht ganz so aus, als könnten wir hier einander aushelfen. Ich bin interessiert. Wie sind die Einzelheiten? Na schön, Details. Ich kann verstehen, wie das einem ein wenig zwielichtig vorkommen kann, aber macht euch keine Sorgen. Dieses Gasthauszimmer ist in bestem Zustand und sehr günstig gelegen. Ich kenne euch Abenteurer. Ihr habt doch gern ein Zuhause in jeder Stadt. Das hier wäre sicher eine schöne Ergänzung eures bisherigen Eigentums. Ich erkenne mich schuldig. Aua, was war denn das gerade? Da muss es einen Haken geben. Was ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Ich brauche nur jemanden, der meine Außenwirkung ein bisschen auffrischt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr diejenige seid. Solange ihr keine Skoma-Höhle oder einen Unterschlupf für Gesetzlose daraus machen wollt, gehört dieses Zimmer euch. Solange ich mich innerhalb eines gewissen rechtlichen Rahmens bewege, kann ich mit dem Zimmer also machen, was ich will? Oh, sicher. Ihr könnt Handwerk betreiben, eure Haustiere unterbringen und Schätze oder Trophäen ausstellen, auf die ihr bei euren Reisen gestoßen seid. Hey, ihr könnt sogar eine Übungspuppe aufstellen, um euch im Kampf zu üben. Solange ihr nichts demoliert, habe ich nichts dagegen. In Ordnung. Ich nehme euer Angebot an. Hervorragend. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen, das schwöre ich. Hier sind der Mietvertrag und der Zimmerschlüssel. Es hat zwar etwas gedauert, doch ich konnte sie mir von meinem letzten Mieter besorgen. Hat mehr Zeit in den Abwassertunneln in Anspruch genommen, als ich gehofft hätte. Aber so ist das eben in diesem Geschäft. Ja, und wir haben die Anthologie der zu erstehenden Domizile erhalten. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Bei eurem Ruf bin ich mir sicher, dass ihr keinerlei Ärger mit den Nachbarn haben werdet. Falls doch, dann denkt bitte daran, Todesdrohungen sind auch keine Lösung. Ich hatte da ein klitzekleines bisschen Ärger, als mein letzter Mieter anfing, welche zu verschicken. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Nö, fühlt euch einfach ganz wie zu Hause. Putzt alles ein bisschen raus. Ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, endlich zu sehen, wie ihr hier alles einrichtet. Hoffentlich habt ihr am Ende ein paar dädrische Schreine weniger als ein anderer ehemaliger Mieter von mir. Also, gar keine dädrischen Schreine wären am besten.
Was ich richtig geil finde, dass man jetzt ehrlich antworten kann, natürlich, oder lügen kann, natürlich. Ich antworte natürlich ehrlich, natürlich. Ich verehre die Dedra nicht einmal. Oh, was für eine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schwer man Blutflecken aus Bodendielen herauskriegt. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich hatte schon Mieter, die ihre Zimmer mit den wildesten Sachen vollgeräumt hatten. Reittiere, Grünzeug, Gehilfen. Ich meine, das ist immer noch ein Zimmer in einem Gasthaus. Das erinnert mich an einen aus unserer Gilde. Gehört euch dieser Laden? Mir gehört dieses, sowie noch einige andere Etablissements in ganz Tamriel. Es lohnt sich, das Geschäft breit aufzustellen. Natürlich bedeutet das auch, dass ich auf verschiedenste Arten von Ärger achten muss. Aber hey, es hat ja nie wer behauptet, das Immobiliengeschäft wäre ein Kinderspiel. Ja, und wir gehen mal ganz kurz in das mini-kleine Gästezimmer rein. Und bekommen dafür die Errungenschaft Dauermieterin. Wie ihr aber sehen könnt, es ist wirklich ein kleines Gästezimmer. Es ist vollkommen leer und es steht nur eine kleine Kerze drin. Wahrscheinlich, damit man überhaupt irgendwas machen kann. Theoretisch könnt ihr hier drin dann F5 drücken und dann nochmal R drücken für die Übersicht. Da würdet ihr hier alles sehen, was man so reinstellen könnte in das Häuschen. Wie das Haus heißt, genau nach dem gleichen System sind die anderen Häuser natürlich auch eingerichtet. Wie viel ihr darin einrichten könnt, in dem Fall habt ihr satte 30 Plätze, die ihr einrichten könnt, obwohl das wirklich sehr klein ist hier drin. Ihr könnt besondere Einrichtungen, könnt ihr zwei Sachen reinstellen, aus der Sammlung zwei, aus der besonderen Sammlung auch zwei und einstellen, ob es euer Hauptwohnsitz ist oder nicht. Und wie viele Gäste sich da drin befinden dürfen, wobei ihr automatisch immer einer der Gäste seid. Das heißt, in dem Fall könnte sich jetzt nur noch eine weitere Person hier drin aufhalten, was quasi für ein Hintern ist. Ihr könnt 200 Einzelberechtigungen erteilen und ihr könnt 20 verschiedene Gildenberechtigungen erteilen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, eure Hauptgilde darf hier rein, die anderen Gilden sind gesperrt, was in der Art. Ja, und hier könnt ihr dann Dinge platzieren, ihr könnt Dinge kaufen von einer langen Liste, was es alles so gibt. Ihr könnt Dinge aufheben, was wir hier natürlich jetzt nur mit der Kerze machen können, weil nur die hier drin steht aktuell. Und hier unter Einstellungen könnt ihr verschiedene Einstellungen einstellen, wie zum Beispiel, dass standardmäßig kein Zugang drin ist, dass ihr einen Hauptwohnsitz hier drin einrichtet. Ihr könnt Pfade erstellen für die Bewohner oder naja, für die Gäste, sage ich jetzt mal, die hier drin rumlaufen. Ihr könnt ja zum Beispiel die Gefährten freischalten, damit die auch in euren Häusern drin sind und, und. Hier könnt ihr Verbannte ansehen, verbannte Gildenbesucher oder verbannte Gilden. Nee, beziehungsweise verbannte Gilden sind hier nochmal einzeln. Und da sind dann entsprechend die Besucher oder die Gildenbesucher. So, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.